Ich möchte nun die Vorgehensweise für diese Mittelung im Zustandsraum, das heißt für dieses State Space Averaging, schildern. Wir werden uns dabei beschränken auf DC-DC-Wandler, die im kontinuierlichen Betriebsmodus arbeiten. Das heißt, wir werden bloß zwei Schaltzustände haben, die einfachen DC-DC-Wandler sozusagen einen Schalter, eine Diode haben, wobei während einer Periode im stationären Zustand sich dort Diode und Schalter jeweils abwechseln werden. Und in diesem Fall kann man sehr systematisch nach Kochrezept vorgehen, um diese nichtlineare Zustandsraumdarstellung zu ermitteln und daraus dann später auch ein Gleichstrommodell bzw. auch ein Kleinsignalmodell ableiten kann. Die Vorgehensweise ist ganz grob in vier Schritten zu verstehen. Zunächst als erstes werden wir für jeden Schaltzustand des DC-DC-Wandlers, das heißt in diesem Fall, wenn wir nur kontinuierlichen Betriebsmodus betrachten, nur zwei, das entsprechende elektrische Netzwerk aufzeichnen. Für dieses Netzwerk ermitteln wir dann, nachdem wir die Zustandsgrößen definiert haben, jeweils die Zustandsgleichung. Das heißt, wir ermitteln eigentlich die Matrizen A, B, C und D, unsere Zustandsraumdarstellung, in jedem Schaltzustand. Diese werden dann zusammengefasst, indem sie gewichtet werden mit dem Tastverhältnis. Das heißt, wir erstellen eine sogenannte gemittelte Zustandsgleichung, indem wir für beide Schaltzustände hier die Matrizen jeweils mit der Verweildauer, das heißt einmal mit dem Tastverhältnis D, das andere Mal mit dem Tastverhältnis 1 minus D im CCM, gewichten und diese dann zusammenfassen zu einer gesamtgemittelten Matrix hier A-Mittel. Das heißt, die Matrizen A1 und A2 zum Beispiel sind die Systemmatrizen für die beiden Zustände, in denen wir jeweils ein lineares Netzwerk aufstellen können. Diese werden jetzt gewichtet mit den jeweiligen Verweildauern, das heißt den Tastverhältnissen, wobei das D auch wieder als Zeitfunktion später betrachtet wird. Und das ergibt dann eine gemittelte Matrix A-Mittel. Und das Gleiche kann man genauso machen für die Eingangsmatrix B, für die Ausgangsmatrix C und für die Durchgangsmatrix D. Und damit kriegt man eine gemittelte Zustandsraumdarstellung. Und dieses Modell, was wir dann haben, ist eigentlich ein nichtlineares Großsignalmodell. Und das kann man dann in einem vierten Schritt mittels Perturbation in ein stationäres Arbeitspunktmodell und ein linearisiertes dynamisches Modell zerlegen. Dafür wird man dann die Größen ähnlich wie bei der PWM-Switch-Modellierung so darstellen, dass man sagt, wir haben zum Beispiel unser Signal D als das stationäre Tastverhältnis Groß D plus eine Kleinsignaländerung Delta D und dann versucht man das aufzulösen. Das werden wir jetzt an einem Beispiel durchführen. Und zwar betrachten wir als Beispiel jetzt diesen Tiefsetzschneller bzw. Abwärtswandler im CCM. Das heißt, ich male den mal kurz auf. Nehmen an, wir haben hier unsere Schalter, Diode in der Eingangsspannung und dann dieses LC-Ausgangsfilter. Und dann haben wir hier im Prinzip, wenn wir das betrachten, zwei Schaltzustände, wie das ja im CCM so ist. Das heißt, wir haben den Zustand Schalter ein, Diode aus. Dann ergibt sich folgendes lineare Netzwerk, die Eingangsspannungsquelle UE ist dann direkt an das LC-Filter angeschlossen. Und im zweiten Schaltzustand, wenn wir im kontinuierlichen Betriebsmodus sind, ist der Schalter aus und Diode ein ideal leitend. Das bedeutet, dass wir hier sozusagen einen Kurzschluss haben am Eingang des LC-Filters, also die Spannung 0 anlegt und ansonsten hier sozusagen dasselbe Netzwerk haben. Tatsächlich haben wir jetzt hier zwei Netzwerkdarstellungen, wenn wir so wollen, mit linearen Netzwerken, wobei wir für beide die Zustandsgleichungen ermitteln können. Tatsächlich haben wir ja genau das gemacht bei dem Beispiel, wo wir dieses LC-Filter als Zustandsdifferentialgleichung dargestellt haben. Was wir jetzt brauchen, ist noch die Intervalldauer. Das heißt, tatsächlich werden wir ja zu einer gemittelten Darstellung kommen, dass wir mit den Verweildauern in den Intervallen jeweils gewichten mit dem Tastverhältnis. Die Intervalldauer des ersten Zustandes ist D mal T und die Intervalldauer des zweiten Zustandes ist 1 minus D mal T. Wir haben nur CCM, also haben wir bloß diese beiden Zustände zu berücksichtigen und können jetzt hier für die Zustandsdifferentialgleichung aufstellen. Wir werden jetzt hier uns beschränken auf die Zustandsdifferentialgleichung. Die Ausgangsgleichung lassen wir weg. Das heißt, das hier wäre sozusagen der erste Schritt gewesen im Modellieren für das State Space Averaging. Der zweite Schritt ist jetzt, dass wir die Zustandsvariablen festlegen und die Gleichungen aufstellen in beiden Zuständen.
Die Zustandsvariablen werden wir, wie bei diesen Netzwerken bereits erwähnt, als die energietragenden Größen der Energiespeicher berücksichtigen. Das heißt, wir nehmen an, X1 sei wieder IL und X2, die zweite Zustandsgröße, ist die Kondensatorspannung UC. Das heißt, hier für die beiden Energiespeicher L und C führen wir deren energietragende Größen als die Zustandsgrößen ein und wir sagen ferner, wir haben eine Eingangsgröße unseres Systems und das sei die Eingangsspannung UE. Ja, das heißt, U von T ist jetzt hier wiederum bloß ein Skalar und sei gleich die Spannung UE von T, die wir dort am Eingang anlegen. Jetzt können wir für beide Zustände die Differentialgleichungen wieder aufstellen, das heißt eigentlich mit der Maschen- und Knotenregel. Tatsächlich ersparen wir uns das in diesem Fall, weil wir das bereits abgeleitet haben. Das ist nicht dasselbe Netzwerk, was wir als Beispiel benutzt haben, wie man zu dieser Zustandsdarstellung kommt. Das heißt, ich kann die Gleichung eigentlich einfach abschreiben. Im ersten Zustand, das heißt, wo der Schalter 1 ist, kriegen wir folgende Zustandsdifferentialgleichung. X1'X2' sind 0 minus 1 durch L, 1 durch C minus 1 durch RC multipliziert mit X1, X2 plus 1 durch L mal U. Das heißt 1 durch L 0 mal meine Eingangsgröße U, die hier skalar ist. Wir haben hier dann jetzt die erste Systemmatrix A1 für den ersten Zustand und wir hätten hier jetzt die Eingangsmatrix B1, die in diesem Fall bloß ein Vektor ist. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Zustand an. Hier ist die Diode eingeschaltet. Diesen haben wir bisher noch nicht betrachtet. Tatsächlich gehen wir mal ganz kurz hier oben nochmal in unser Modell rein. Wenn wir das betrachten, diese beiden Schaltungen, dann unterscheiden die sich ja bloß in der einen Sache, dass hier die Spannungsquelle links in Anführungszeichen unterschiedliche Werte annimmt. Ja, einmal den Wert UE und einmal hier unten den Wert 0. Deswegen habe ich das so als Kurzschluss dargestellt. Das heißt, in meiner Differentialgleichung muss ich bloß den Wert für U von T, was gleich UE ist, auf 0 setzen. Das heißt tatsächlich, hier hinten kriegen wir mal 0, beziehungsweise wenn wir die Matrix B2 auswerten, kriegen wir zwei Komponenten, die beide 0 sein werden. Und die Matrix A2 wird gleich sein wie die Matrix A1. Das heißt, man kann direkt aus diesem Ersatzschaltbild ableiten, dass die Zustandsraumdarstellung im zweiten Fall fast gleich sein wird wie die im ersten Fall. Das heißt, malen wir das einfach ab. X1'X2', die Ableitung unserer Zustandsvariablen wieder auf der linken Seite. Die Matrix A2, die Systemmatrix im zweiten Schaltzustand, ist gleich wie im ersten. 0 minus 1 durch L, 1 durch C minus 1 durch RC. Und was sich jetzt ändert, ist, dass wir hier plus 0 mal U haben. Das heißt, die Eingangsmatrix, die hier auch wiederum bloß ein Vektor ist, wird zu 0, 0. Und damit hätten wir jetzt unsere beiden Zustandsraumdarstellungen, eigentlich die vektoriellen Zustands-DGLs, für die beiden Schaltzustände. Das wäre der zweite Schritt gewesen, der des Vorgehens beim State-Space-Averaging. Und der dritte ist jetzt, dass wir diese mitteln, das heißt, dass wir die eigentliche Mittelung machen. Das heißt, in diesem Fall wäre der Ansatz, wir schreiben es kurz ab, was wir auf der Übersichtsfolie uns angeguckt hatten, dass man das so schreibt, dx nach dt, dieser Ableitungsvektor wird dann gleichgesetzt als a1 mal d plus a2 mal 1 minus d, multipliziert mit dem Vektor der Zustandsgrößen, x von t plus b1 mal d plus b2 mal 1 minus d mal u von t, also den Vektor unserer Eingangsgrößen. Und wir sehen hier, wir haben jetzt hier diese gemittelten Matrizen drin, das heißt hier vorne, das hier ergibt dann unsere mittlere Systemmatrix, das hier ergibt unsere mittlere Eingangsmatrix und die rechnen wir jetzt aus mit dem, was wir jetzt gemacht haben. A-Mittel ist also A1 mal D plus A2 mal 1 minus D in unserem Fall, also das Aufschreiben 0 minus 1 durch L, 1 durch C minus 1 durch RC mal D und das gleiche nochmal mit 1 minus D multipliziert, 0 minus 1 durch L, 1 durch C minus 1 durch RC multipliziert mit 1 minus D, hier also A1, dort A2 und dann sehen wir tatsächlich, diese beiden Matrizen sind ja hier identisch, das heißt, wenn ich das ausklammer, kriegen wir D plus 1 minus D, kürzt sich das D weg und es bleibt nur übrig, diese Matrix multipliziert mit dem Faktor 1, also ist die gemittelte Systemmatrix in diesem Fall beim Tiefsetzsteller gleich der Matrix A1 bzw. A2 unverändert. Das gilt nicht für alle DC-DC-Wandler, das ist jetzt hier nur sozusagen deswegen so, wenn wir kurz zurückgehen, weil sich die
Schaltungskonfiguration, das heißt die Anordnung hier von L, C und R, nicht ändert durch den Schaltvorgang, sondern sozusagen bloß die Eingangsspannung. Ja, das heißt, tatsächlich haben wir bloß ein LC-Netzwerk, dessen Konfiguration sich nicht durch den Schaltvorgang ändert und deswegen werden wir auch die gleiche Systembeschreibung haben. Das dynamische Verhalten wird also nur dementsprechend, dass ein LC-Element dort auch hätte. Und für die mittlere Eingangsmatrix, B-Mittel, können wir das natürlich genauso aufstellen. B-Mittel muss dann auch sein, diese beiden Matrizen mit den Verweildauern gewichtet. Das heißt, in dem ersten Fall 1 durch L0 mal D plus 0, 0 mal 1 minus D, was man hier natürlich auch zusammenfassen kann. Der zweite Term ist verschwindend, also wäre hier B Mittel gleich D durch L0 die gemittelte Eingangsmatrix, die wir haben. Und damit kommen wir jetzt auf das nichtlineare Großsignal-Zustandsraummodell, das hier ähnlich wie sozusagen das reine Ersetzen beim PWM-Switch-Modell mit diesen gesteuerten Quellen, also das System nicht linear beschreibt, wie folgt. X1-X2' ist dann hier die gemittelte Systemmatrix 0 minus 1 durch L 1 durch C minus 1 durch RC multipliziert mit dem Vektor der Zustandsgrößen plus die gemittelte Eingangsmatrix multipliziert mit, in diesem Fall, dem skalaren Wert U. Und das hier wäre jetzt das Differentialgleichungsmodell für den Tiefsetzsteller in dieser State-Space-Averaging-Darstellung. Das heißt, eigentlich müssten wir hier sagen, das hier sind alles gemittelte Signalverläufe, weil wir im Prinzip hier genau denselben Mittelungsprozess durchgeführt haben, den wir auch bei diesem PWM-Switch-Modell gemacht haben. Das heißt, dieses Modell vernachlässigt schon die hochfrequente Welligkeit aufgrund der Schaltvorgänge, sondern gibt jetzt automatisch nur diese langsamen dynamischen Vorgänge, die durch die Mittelwerte beschrieben werden, an. Ein Hinweis, dieses Modell ist nicht linear deswegen, weil wir jetzt hier in dieser gemittelten Eingangsmatrix den Wert D-Mittel haben. Das heißt, wenn wir das multiplizieren mit U-Mittel, was ja eigentlich UE ist, haben wir hier das Produkt D-Mittel mal UE-Mittel und das ist dann hier eine nichtlineare Systemabbildung, weil wir das Produkt zweier Zeitfunktionen haben. Das war jetzt der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist jetzt die Zerlegung in ein DC- und ein AC-Modell, das heißt in ein Arbeitspunktmodell und in ein Kleinsignalmodell. Und dazu werden wir die Methode dieser Perturbation, wie sie beispielsweise in dem Buch von Ericsson Fundamentals of Power Electronics beschrieben ist, anwenden. Die Idee dabei ist, dass wir die zeitlich veränderlichen Größen ersetzen durch die Summe aus einem Gleichanteil und einem Wechselanteil. Das heißt hier x0 bzw. groß x plus einem Anteil Delta x, wobei wir jetzt hier sagen können, okay, das gilt auch für die gemittelten Größen, das heißt, das wäre jetzt hier Delta x Mittel. Das ist eigentlich derselbe Ansatz wie den wir bei der Linearisierung des PWM-Switch-Modells betrachtet haben. Das heißt, man nähert beliebige Signale durch diesen Gleichanteil an plus eine sinusförmige Änderung. Ja, dann wäre das hier der Wert x0, der Gleichanteil, und hier diese Welligkeit, zeitliche Veränderung steckt nur noch in dieser sinusförmigen Überlagerung drin. Und man sagt, okay, alle gemittelten Größen kann man jetzt hier annähern durch diesen kleinen veränderlichen Anteil und setzt voraus, dass sozusagen diese Amplitudenänderung Delta x viel, viel kleiner als x0 ist, man also bloß eine kleine Änderung um den Arbeitspunkt hat, und das führt dann zum Beispiel dazu, dass unsere Zustandsgrößen x1 von t bzw. x1 Mittel von t ersetzt werden durch x1 0, den DC-Anteil, plus einen Anteil Delta x1, x2 Mittel, dann durch x2 0, DC-Anteil, plus Delta x2 Mittel und so weiter und so fort. Das heißt, insbesondere auch die Spannung U hier, die eigentlich UE Mittel ist, wird dann angenähert durch Groß UE oder UE 0, das wäre der Gleichanteil, plus eine kleine Änderung Delta UE Mittel, und die Größe D, auch hier wieder das mittlere Tastverhältnis beschreibt, D-Mittel wird modelliert durch das stationäre Tastverhältnis plus die Schwankung im Tastverhältnis, die hier auch wieder als sinusförmig angenommen wird, plus Delta D-Mittel. Und das setzen wir jetzt ein in das Zustandsraummodell, um es zu vereinfachen. Das heißt, wenn das jetzt weiter vorgeht, wir haben jetzt hier oben dieses Zustandsraummodell und diese Größen hier setzen wir jetzt dort ein, um daraus ein Arbeitspunktmodell zu machen, das heißt ein DC-Modell plus ein Kleinsignalmodell. Dazu betrachten wir Folgendes zunächst. Wenn wir hier jetzt Ableitungen haben,
Ja, wenn wir sagen, x1 Mittel wird abgeleitet, das heißt x1 Mittel Strich, und wir ersetzen das durch x1 0 plus Delta x1 Mittel, und nur in diesem zweiten Term steckt die zeitliche Veränderung drin, dann wird die Ableitung zu 0 plus Delta x1 Mittel Strich. Das heißt hier, diese Ableitungsfunktionen werden automatisch zu Delta x1 Mittel Strich, und der Gleichanteil verschwindet, weil eine Gleichgröße abgeleitet ja zu 0 wird. Ja, das heißt formal, setzen wir das mal kurz ein, können also sozusagen abschreiben, dort oben das Einsetzen liefert x1 0 plus Delta x1 Mittel abgeleitet Strich x2 0 plus Delta x2 Mittel abgeleitet auf der linken Seite. Die Systemmatrix A bleibt hier unverändert, 0 minus 1 durch L. 1 durch C minus 1 durch RC. Hier machen wir die Näherung. Unsere Zustandsgrößen werden wieder durch die Summe aus Gleichanteilen plus kleiner Veränderung angenähert. Und im letzten Teil dieser Eingangsmatrix ersetzen wir das D durch Groß D plus Delta D Mittel. L geteilt 0 plus Delta UE Mittel. Und jetzt können wir hier das auflösen, zerlegen, indem wir die Matrizen ausmultiplizieren und dann nach Termen sortieren. Dabei muss man Folgendes beachten. Wir kriegen irgendwelche Terme in der Form x mal Delta x oder x mal Delta y. Das ist ein AC-Term. Ein linearer AC-Term, konstanter Wert multipliziert mit einer kleinsignal-sinusförmigen Änderung. Wir werden Terme kriegen, wo wir die Gleichsignale miteinander multiplizieren. X mal Y, das ist ein Gleichterm. Und wir werden Terme kriegen, eventuell, wo wir zwei dieser Delta-Größen miteinander multiplizieren. Das werden wir annähern als ungefähr 0, weil das wären hier wieder nicht lineare Systemabbildungen, wieder das Produkt zweier Zeitfunktionen. Aber weil wir festgelegt haben, diese Veränderungen sollen sehr, sehr klein sein gegenüber den Arbeitspunktgrößen, wird Delta X mal Delta Y in jedem Fall viel, viel kleiner sein als zum Beispiel hier X mal Delta Y, weil per Voraussetzung hier oben die Änderungen um den Arbeitspunkt viel, viel kleiner sein sollen als die Arbeitspunktgröße selber. Und als letztes, wenn wir eine Gleichgröße natürlich ableiten, dann wird diese zu 0 werden. Und unter diesen Voraussetzungen können wir jetzt dieses Modell vereinfachen, um daraus das Gleichstrommodell und das Wechselstrommodell, das lineare Kleinsignalmodell, ableiten zu können. Das sieht jetzt wie folgt aus, wenn wir da weiter vorgehen. Ich schreibe hier aus unserer angenäherten Großsignaldarstellung das einfach mal um. X1 0 Strich, X2 0 Strich plus Delta X1 Strich, Delta X2 Mittel Strich. Das ist einfach die linke Seite hier. Ich habe diesen Vektor sozusagen aufgeteilt in zwei Vektoren, die ich addiere. Die Matrix A bleibt gleich. 0 minus 1 durch L, 1 durch C minus 1 durch RC. Die Matrix A Mittel bleibt unverändert. Deswegen schreiben wir die einfach bloß so hin. Hier kriege ich einmal A Mittel multipliziert mit den Gleichanteilen, wenn ich diesen Vektor genauso zerlege wie hier auf der linken Seite, mal X1 0, X2 0. Und einmal kriegen wir A Mittel multipliziert mit Delta x1 Mittel, Delta x2 Mittel. Und hier drüben können wir jetzt darstellen, wir haben einerseits diesen Vektor 1 durch L0, ziehen jetzt das D plus Delta D Mittel hier raus und multiplizieren es mit UE plus Delta UE Mittel und können jetzt, wenn wir das noch weiter ausmultiplizieren, die rechte Seite formal nochmal weiter umschreiben. Das erste bleibt gleich, deswegen schreibe ich es hier einfach bloß schnell ab. Und hier kriegen wir Folgendes raus. Ich kriege hier einmal D mal UE plus Delta D mal UE plus Delta UE mal Groß D. Und als letzten Term Delta UE Mittel mal Delta D. Jetzt vereinfachen wir das Ganze. Das heißt, wenn wir das jetzt genau betrachten, dieser erste Vektor hier, der eigentlich auch hier drunten drunter stehen würde, der ist gleich 0. Das ist ein DC-Anteil, der aber beim Ableiten zu 0 wird. Dann sagen wir, okay, hier dieser AC-Anteil, der aus dem Produkt zweier kleiner Größen entsteht, wird auch ungefähr zu 0 angenommen. Und jetzt sortieren wir um. Wir haben hier einen AC-Anteil, hier einen DC-Anteil, hier einen AC-Anteil, hier dieser Term ist ein DC-Anteil, das hier ist ein AC-Anteil und das hier ist ein AC-Anteil. Und jetzt haben wir Folgendes eigentlich. Wir sagen, alle unsere Zeitfunktionen sind die Addition eines DC-Anteils plus einer Kleinsignaländerung. Und wir können jetzt sozusagen trennen. Ja, links und rechts. Wir können auf der einen Seite nur den Vergleich machen von den DC-Anteilen auf der linken und der rechten Seite des Gleichheitszeichens und umgekehrt auch nur den Vergleich der AC-Anteile auf der linken und der rechten Seite. Das heißt, markieren wir es nochmal anders. Wenn ich jetzt das so ein
kringelt das hier, ergibt dann mein AC-Modell und das hier markiert, wird mein DC-Modell ergeben. Und genau das fassen wir jetzt mal so zusammen. Das heißt, unser Gleichstrommodell wird so aussehen, auf der linken Seite haben wir den Vektor 0, 0, weil die Gleichgrößen abgeleitet 0 geben. Dann haben wir hier die Systemmatrix A-Mittel mit den bekannten Elementen. Das wird jetzt multipliziert werden mit x1, 0, x2, 0 plus dem DC-Anteil, der hier hinten rauskommt, 1 durch L, 0 mal D mal UE. Und hier sind jetzt keine zeitlichen Veränderungen drin. Das heißt tatsächlich, das hier ist dieses grüne Modell, wenn wir so wollen. Das ist dieses reine DC-Modell. Und das könnte man noch umschreiben. Okay, x1, 0, x2, 0 wären jetzt eigentlich IL, 0 bzw. groß IL und UC0, was UA ist, wären hier eigentlich die Größen der Gleichströme durch die Induktivität und der Gleichspannung am Kondensator. Und wenn wir jetzt diese Gleichung zum Beispiel auflösen nach UC0, was gleich UA ist, könnten wir hier den Wert der Ausgangsgleichspannung kriegen und wir könnten hier, wenn wir das auflösen, weil das gleich IL ist, wird das auch beim Tiefsatzstellar gleich IA ist, den Wert kriegen des Ausgangsgleichstroms. Das ist sozusagen das Arbeitspunktmodell. Und das zweite, was wir machen, ist, dass wir ein AC-Modell ermitteln können, indem wir hier diese lilanen Terme links und rechts des Gleichheitszeichens zusammenfassen. Das heißt, wir kriegen links Delta x1 Mittelstrich, Delta x2 Mittelstrich ist gleich, das ist dieser erste Term, A Mittel mal Delta x1 Mittel, Delta x2 Mittel. Also hier auch wiederum die Matrix 0 minus 1 durch L, 1 durch C, minus 1 durch RC, Delta x1 Mittel, Delta x2 Mittel plus. Und jetzt müssen wir hier die AC-Terme zusammenfassen. Diesen Vorfaktor, diese Vektor 1 durch L 0, multipliziert mit diesen beiden Termen Delta D Mittel mal UE plus D mal Delta UE Mittel.